und Götze und Aubameyang und Kagawa auch noch den Reus zu sehen. Kommt sicherlich noch. Erste gute Aktion über die linke Seite. So soll es sein, André Schürrle, der ja für 30 Millionen aus Wolfsburg gekommen ist. Kein Abseits, perfekt gespielt im richtigen Moment. Und dann mit dem linken scheitert er an Iraiso. Weigel. Schöner Ball, wunderbar. Kein Abseits. Doch, das gibt's ja nicht. Mensch, Aubameyang. Hat sich auch gewundert. Mal gucken. Ja, denke schon, dass es Abseits war. Scherer schaut zum Schiedsrichterassistenten rüber. Und dann spät der Pfiff. Ecke gibt's. Das Anspiel von Williams. Ja, wunderbar. Aubameyang schaut in die Mitte. Da sind aber zu viele. Basken. Da ist aber noch Pulisic. Da hat einer in der Mitte gefehlt. Hoch an. Stehen nicht mehr so tief wie in der ersten Viertelstunde. Weigel. Ja, mal ein bisschen schlampig. Deswegen richtig weiterspielen zu lassen. Die Ballannahme von Weigel war nicht gut. Und jetzt die dicke Möglichkeit, da ist das 1:0, schön gespielt, Marek Susaeta. 20. Minute. Das Pfeifkonzert gilt dem Schiedsrichter Sandro Scherer, weil er ein vermeintliches Foul an Weigel nicht gepfiffen hat. Abseits war auch noch hier die Frage von Susaeta. War aber hier jetzt nicht 100%. Ein bisschen schlampig und deswegen ist es dann schwierig, da konstruktiv weiterzuspielen. Das war in der 38. Minute ein Klasse-Schuss von André Schürrle. Und eine tolle Parade von Iraiso. Übergegriffen, alles richtig gemacht vom einen Meter. Ein ganz heißes Duell. Union Berlin also in der alten Försterei gegen Dynamo. Die da explodiert sind nach ihrem späten Ausgleich gegen den 1. FC Nürnberg. Es gibt Elfmeter. Und San Jose sagt, es war das Bein. Nein, es war der Arm da oben. Und da oben hat der Arm nichts zu suchen. Ja, so schlecht war der. Man kann ja auch mal eine gute Parade des Torhüters hier loben. Pulisic, da ist der. Nein, das gibt's ja nicht. In den Pfosten. Schade. Christian Pulisic mit seinen 17 Jahren ganz haarscharf dran. Blitz. Ja, und schnelles Attackieren, damit kommen die Dortmunder nicht zurecht. Und hier haben sie Glück, dass Weidenfeller toll hält gegen Benyat. Beim 1:0 schon die schlampige Ballannahme von Weigel und das schnelle Tor. Und auch hier. Dieses Mal war es Şahin, der nicht aufgepasst hat, auch hier kurz den Arm gehoben hat, sich leicht entschuldigt hat. Natürlich kann das passieren.